Oh, liebe Leute, ich mache eben Steam auf und dann sehe ich auf einmal hier dieses Game Biters and Bullets. Ist ein Prolog, ist for free. Ich habe es eben für 1 Minute angedaddelt, hat mich sofort überzeugt. Leute, gehen wir mal rein. Warte mal, wir können nur einmal ein bisschen die Lautstärke drosseln. So. Hier. Fearless Ferguson, Stand-Up Guy, Solid Starter. Hier, es gibt wohl noch einige Charaktere, die wir freischalten können. Primary Weapon Skills, hier seht ihr die Stats. Dann können wir hier Langzeit-Upgrades machen. Ey, wir starten jetzt einfach mal. Das ist halt ein Prolog, es gibt noch nicht so viele Sachen. Wir nehmen normal. Happy Smiles Village. Leute, wir gehen da jetzt mal rein. Mini-Bosses drop rare items. Okay, Leute, guckt euch das mal an. Und gleich seht ihr, also das macht vom Spielen her schon mal mega Bock. Ich mache mal ein bisschen laut jetzt wieder rum. So. V-Light, Dynamit, Spinning Axe. Warte mal, ich hatte eben was derbe Cooles. Tesla Coil. Und jetzt achtet mal auf unseren Charakter. Jetzt haben wir das Ding auf dem Rücken. Das sieht man sogar. Ey. Das gefällt mir jetzt schon mega gut und ich habe es noch kaum gespielt. Oh Leute, von diesen Games. Es gibt so viele, aber es ist. Ach. So heftig. So, und ihr seht oben der Timer. 20 Minuten müssen wir wahrscheinlich überleben. Gucken wir mal. Magnet, Turret. Wie nennt man Turret? Oh, hier. Alles klar. Oh, du. Obwohl, wenn man. Spontaneous. Dann explodieren die Gegner mit einer gewissen Chance. Wenn wir sie töten, finde ich cool. Mache ich gerne. Aber guck mal, auch so dieser leichte Gore-Touch. Es gefällt mir von der Grafik, auch vom Gameplay her. Mega flüssig. Überhaupt nicht klobig. Blade can. Oh, all damage increase. Nehmen wir mit. Oh, jetzt kommen wir schon immer mehr hier. Leute, ich sag jetzt schon mal, ladet euch das Ding runter. Es ist umsonst. Der Markt wird zugegebenermaßen überflutet. Ja. Aber trotzdem. Oh, ach, jetzt kann ich hier verschiedene. Okay, machen wir mal Penetration. Und Leute, hier auf dem Kanal werdet ihr immer wieder auch so eine Spiele sehen. Ja, ich spiele hier viele Spiele, aber diese Roguelikes, Rogue-Elite-Dinger haben es mir echt angetan. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Ich bin immer meistens auf dem Laufenden. Ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendeinen Titel habt, wo ihr sagt, alter Alpha, spiel das an. Das ist so geil. Soulstone Survivors, Nordic Ashes. Ist ein Witz dagegen. Haut raus! Erzählt es mir. Ich zock's an. Aber das macht schon mal richtig Laune, das Ding. Crit-Chance nehmen wir auch noch mit. So, müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Es kommen ja schon richtige Massen hier. Oh. Oh, die machen aber gut Schaden. Oh Gott. Coin Gain, Lightning is Spread. Ne, wir nehmen das. Leben habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen auf der Map. Supply Box. Increase Max. All Crit Chance. Wir nehmen jetzt mal die Waffe höher. So, wo. Oh, oh Gott, das ging jetzt aber schnell. Wasted. Es geht sofort weiter, na klar.
Der jetzt vielleicht auch noch eben ein Upgrade machen könnte, vielleicht. Ach, hier wäre Leben. Okay. In solchen Dingern findet man Leben. Aber es wurde eben denn doch auf einmal schon mega schwer. Laser. Wo findet man Laser? Ah. Ach, und der bounced. Oh Gott, wie cool. Ey. Ich meine, einige Leute sind ja jetzt schon länger hier dabei. Ihr habt ja schon auch einiges gedacht. Aber was meint ihr? Kommt. Das macht doch jetzt echt keinen schlechten Eindruck für einen Prolog. Nee, das Turret nehme ich jetzt mal nicht. Sawblade, wir nehmen das. Ach, das schwebt um uns herum. Alles klar. Jetzt haben wir den Laser. Können wir jetzt auch noch den Tesla-Coil auch noch nehmen? Das wäre ja witzig. Hätten wir noch ein Ding auf dem Rücken. Okay. The fire will keep you protected. Has a strong knockback-Effekt. Nehmen wir auch mal. Ach, unten sehen wir ja auch, wir können insgesamt 5 Waffen tragen. Oh. Boah, ey, aber die machen schon... Also, wenn sie rankommen, machen sie mega viel Schaden. Ich meine, wir spielen jetzt auch nicht auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, sondern auf Medium. Oh, nee, das war gerade dämlich. Scheiße. Egal, ich werde gleich sofort restarten. Sollten wir sterben. Wir nehmen die Pistole mal. Warte mal, ich weiß gar nicht, haben wir einen Dash? Nee, ich glaube nicht. So, ich gucke erstmal hier ein bisschen bei der Map. Ah, hier ist ein... Okay, Leben. Sehr gut. Und Gold. Ah, ich sollte mal vielleicht ein bisschen mehr rumlaufen. All Damage Increase, dann nehmen wir das. Oh, was war das denn jetzt? Ein roter Orb. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß die Map ist. Spinning Eggs, All Crit Chance, Throws an Egg that mostly returns. Ne, wir nehmen mal die Pistole. Ja, auch der eine angezogen, also in so einem Hotdog-Kostüm. Ja, und der Musiktrack, sehr simpel, aber doch sehr motivierend, muss ich sagen. Ah, jetzt wird es wieder schwer, Leute. Supply Box. Okay, wir müssen da hin. Hier ist ein Burger. Komm. Wunderbar. So, mal gucken, was wir jetzt hier kriegen. Ah, hier müssen wir drin stehen bleiben. Okay. Spellbook Demon Slayers hat ein bisschen den Touch gerade. Supply Box. Okay. It's a bubbly shield. Become... After taking get. Oh, wir nehmen das. Ah, dann kriegen wir noch so extra ein. Ey, Leute, das Spiel wird ja immer geiler. UV-Light nehmen wir. Oh, oh. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Das nehmen wir auch noch mit. Haben wir volles Leben. Bin ich wieder zufrieden. Movement Speed wäre jetzt auch vielleicht nicht das Schlechteste. Ihr seht schon. Komm, setz dich. Ja, Move Speed. Ohne your own eyes, but with an attached assault rifle. Klingt auch ziemlich geil, aber wir nehmen das. Sneakers. Boah, da liegt voll viel Erfahrung. Okay.
Oh Leute, ja, wird größer. Ah, wir hätten auch vielleicht die Damage mitnehmen sollen. Damage Upgrade. Ah, ja. So. Das brauchen wir jetzt nicht. Wohl, was ist das denn da jetzt für ein Power-Up? Wir gehen einfach mal rein. Oh, was? Leute. Ich spiele unten noch einen Tesla-Coil, nehmen wir jetzt auch noch mit. Wie geil ist das denn? Leute, also erstmal ganz im. Habt ihr von dem Spiel schon gehört? Guck mal, jetzt haben wir beides auf dem Rücken. Ey, das haben die echt gut gemacht. Oh, Leute. Das ist ein guter Anwärter also in der Zukunft für ein Spiel, was ich viel daran werde. Sehe ich jetzt schon. Sawblade Size. Penetrate. One additional. Wir nehmen das. Okay. Das war ja eben witzig. Dass wir riesig werden und dann. Wir müssen jetzt aber hier echt ein bisschen aufpassen. So, gut. Alter, das kann ich euch nur ans Herz legen. Alter, das ist jetzt schon cool. Gut, hätten wir nicht einsammeln müssen. Das Leben. Oh, wer kommt denn da? Paula, nimm mal Radius höher. Größer. Oh, hier ist schön viel Erfahrung. Den lassen wir da liegen, den Burger. Der ist immer noch nicht tot, der Große. So, endlich. Weapon Crate. Each lightning jump will also spawn a lightning strike on a random enemy dealing weapon damage. Spawns two. Oh Gott, das sind ja voll die heftigen Dinger. Wollen wir mehr Laser? Wir nehmen mal mehr Laser. Auch wenn das andere ziemlich geil klang. Habt ihr gesehen? Das Lightning hat die eben gar nicht mehr gewone-hittet. Müssen wir mal echt ein bisschen aufpassen. Müssen wir das mal upgraden oder mehr Schaden irgendwie bekommen. Ah, den Burger wollten wir jetzt nicht unbedingt. So, mehr Erfahrung. Komm. Wir brauchen Level Up. Oh, hier ist ein gelber. Jupp. So, Blade. Wir gucken mal, ob wir was anderes kriegen. Range. Diese Range. Dodge-Chance. Ne, wir gucken mal. Increase Damage bei 16. Ja, nehmen wir das. Ja, und auch das Einsammelgeräusch von der Erfahrung ist nicht so mega nervig. Ja, es macht Spaß. So, da ist noch der Burger, der bleibt also auch die ganze Zeit liegen. Oh, jetzt müssen wir hier aufpassen. Okay, unsere Bubble kommt aber in einer halben Minute wieder zurück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, 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 okay. So, sehr gut. Wieder hochlaufen. Ja, was ist denn mit dem Haus da passiert rechts? Also müssen jetzt hier. Nein, verdammt. Pistol. Ja, wir machen die Pistole nochmal stärker. So, ich komme da jetzt nicht längs gerade. Supply. Oh, die müssen wir nehmen. Da müssen wir hin. Danach gehen wir zurück und holen die ganze Erfahrung. Das ist ein guter Plan jetzt gerade.
Ich wäre jetzt noch mal gerne der Riese. Ja, müssen wir jetzt hier stehen bleiben. Das ist nicht so einfach, glaube ich. Aber das hat echt ein geiles Spielgefühl. Ohne... Okay. Sonst was richtig Gutes. Carry One Extra Rappen. Nehmen wir das, ey. Oh, oh. Oh nein. Leute, nicht jetzt. Bitte, komm. Burger, danke. Jetzt müssen wir da mal wieder zurücklaufen. Da liegt nämlich so viel Erfahrung auf dem Weg. Oh, die schießen jetzt. Frechheit. Okay, okay. Wo ist denn die ganze Erfahrung? Verschwindet die? Ah. Jetzt sind wir wieder voll health. Das ist gerade ein bisschen um die Ohr. Ja, Leute, die Erfahrung verschwindet. Tatsächlich. Das ist nicht so schön. Da haben wir so viel liegen lassen vorhin. Attack Speed. Ich glaube, wir nehmen Attack Speed tatsächlich. So, schön hier alles einsammeln. Die Axt hatte ich auch noch gar nicht. Aber in die Pistole weiter. Ich würde auch gerne wissen, ob die Waffen am Ende noch ein cooles Reduced Damage nehmen. Wenn man sie voll hat, ob man denn die nochmal upgraden kann. Aber ihr seht ja auch unten, sehe ich jetzt erst, unser Laser hat einen Stern, weil wir so ein besonderes Upgrade vorhin durch einen Weapon Crate vorgenommen haben. Durch den Boss haben wir das ja gekriegt. Gucken wir mal, da ist ein Burger. Hier echt aufpassen. So, oh, hier kommt wieder ein Boss. Sehr schön. Und hält aber sehr viel aus jetzt gerade. Oh, hier Geld? Level 8. Ach da, ah, okay, der Boss, wenn man einfach wegläuft, kommt er dann einfach von der anderen Seite. So, jetzt müsste er gleich mal tot sein, ja? So. Sehr gut. Weapon Crate. Increase damage by 20 attack speed crit chance. Oder projects can penetrate range increase. Ja, wir nehmen das. Jetzt springt unser springen unsere Blitze noch weiter herum und machen noch mehr Schaden. Boah, das Game bockt. Also wenn es da in der Vollversion noch mehr Waffen gibt und so. Auch noch mehr Maps. Ey, also, das ist doch richtig genial. Macht jetzt echt schon ein Gefühl, so einer der besseren Games in diesem Bereich. Es hat auch ein schönes Tempo. Und was kommen denn da für Typen eben? Dann nehmen wir Tesla Coil. Noch mehr Schaden.
Oh, oh. Oh, wie viele sind das? Nein, den Burger wollte ich nicht. Okay. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Nein, den Burger nicht nehmen. Gut. Das gleich. Ja, wohl 7 Minuten noch, alles klar. Boah. Supply Box, da müssen wir hin. Es gibt immer ziemlich gute Upgrades. Hoch hier. Und ab. Okay. So, hier müssen wir jetzt stehen bleiben drin. Oh, das wird, glaube ich, nicht einfach. Gucken wir mal. Lightning, throw a Molotov Cocktail. Wir nehmen das jetzt. Okay, top. Get one revival, increase all healing take, increase damage but per second while stats. Wenn wir stehen. Ne, dann nehme ich ein extra Leben dazu tatsächlich. Wir mal ein bisschen vorsichtiger jetzt. Oh, oh, oh nein, das mache ich hier. Okay, alles entspannt. Oh, ich hätte gerne noch mal den Riesenmodus bekommen. Autsch. Komischer Geist ist gerade. Hat mich eben getroffen. Backforce, nee. Dynamit set goes boom on the 6th beep. Kill. Dann nehme ich jetzt mal Crit Chance. Wir brauchen mehr Schaden. Wir haben ja schon ein ganz gutes Setup mit Waffen. Hier durch. Oh oh. Oh nein, wir müssen aufpassen. Oh, hier ist gefährlich gerade. Scheiße, oh, diese Geister sind ja echt fies. Die kommen auch so schnell. Oh, oh. Oh. Sehr schön. Das haben wir gebraucht. Obwohl, wir nehmen jetzt noch mal einmal eine Axt mit rein, weil irgendwie brauche ich noch ein bisschen mehr AOE. Max Health? Nee. So, gehen wir hier links. Boom, boom. Ja, das ist schon... Also, da haben sie coole Ideen reingebaut. Kennt man so aus anderen Spielen jetzt noch nicht. Oh, hier kommt wieder ein Boss. Ey, komm, haben wir den schon einmal angeschossen? Oh, hier, sehr gut. Machen wir die Pistole heftiger. Geld oder Geldscheine. Wie haben wir denn? 450 jetzt mittlerweile. Wir wollen den Typen auf jeden Fall töten, weil dieser Weapon Crate gibt uns wieder ein besonderes Upgrade. Und durch Zufall habe ich das Spiel... Leute, ich gucke hier auch immer nach Roguelikes. Bei Steam. So, ja, noch ist er nicht tot. Oh, jetzt ist er da in der Masse. Ah... Okay,
Weapon Crate. Pistole, UV-Light. Ey, wir nehmen das UV-Light, dass es noch größer ist. Ich glaube, das ist, hat ein bisschen sowas von Garlic. Und macht halt auch nicht durchgehend Knockback, aber ab und zu schon. Und der ist wichtig. So, noch 3 Minuten, dann kommt der Endboss, schätze ich mal. Wir müssen jetzt noch mal... Yeah. Ich muss hier runterlaufen. Irgendwo liegt doch noch Geld rum. Und hier können wir auch mal längs, weil hier ist noch Erfahrung. Unbedingt das Ding hier. So, sehr schön. Autsch. Auch jetzt nicht. Also, trotzdem eingesammelt. Lightning. Ja, komm, nehmen wir noch einen mehr. Ah, hier ist das Map-Ende. Okay, alles klar. Müssen wir schnell wieder weg. Ist mir zu gefährlich. Aber sowas wie Magneten habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Dass wir die ganze Erfahrung einsammeln, die auf der Map liegt. Wäre auch noch ganz schön. Oh, dieses Knockback-Ding ist echt Gold wert, diese Aura. Also die kann ich euch jetzt schon mal empfehlen, wenn ihr das auch daddelt. Hier müssen wir wieder zurück. Komm, zu viel Erfahrung. All Attack Speed, All Damage. Attack Speed oder Damage? Immer Attack Speed. Halbe Minute. Dann kommt wohl der Boss. Boah, es wird jetzt aber schon gut schwer. Ihr seht, wenn sie uns treffen, machen sie echt ganz gut Schaden. So, das nehmen wir hier noch mit. Guck mal, ein Level noch. Und also, auch wenn wir den Boss vielleicht jetzt nicht packen, wir wollen ihn mindestens einmal sehen. Oder vielleicht ist es auch jetzt direkt vorbei. Get to the Basketball Court. Okay. Nehmen wir die Pistole auf Level 10. So, wo ist der Ball? Ah, da, seht ihr das? Das Zeichen. Da wartet der Boss anscheinend auf uns. Gehen wir da hin. So, hier reingehen oder was? Aha. Basket Court Queen and she is ready to dunk. Okay, jetzt sind wir allein. Okay, aber guck mal, also das Spiel ist echt cool, Mann. Jetzt im Ernst. Boah! Hau ab! Hilfe! Boah, ist das knapp. Oh oh. Oh, der war fies. Und Dash. Sie wirft mit Waschmaschinen nach uns.
brauche die Bubble. Oh komm, hau ab. Oh Gott sei Dank. Wir machen aber ganz guten Schaden eigentlich. Jetzt kommt dieser Move wieder. So Leute, ich habe auch noch keine Langzeit-Upgrades. Aua. Wir haben ja noch ein Leben. Sollten wir sterben, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß auch nicht, ob sie gleich schon gefinisht ist. Oh, wir haben sie gekriegt, wahrscheinlich. Ja, Mann. Oh, heftig. And the President thanks you. Ja, perfekt. Thank you for playing our demo. Ich finde, ja, das Ding kommt auf jeden Fall auf die Wishlist. So. Ach, und hier oben links seht ihr... Collect 5 Warheads, Homing Missile kriegt man denn. Mourn the Dead and Slay the Reaper, Unlocks Wolf, How Does the Stones Work Shotgun und Stranger Steve können wir auch noch freischalten. Ach, hier sehen wir die Sachen auch, die wir noch nicht haben. Und dann können wir hier die Sachen... Ja, aber das Game ist ja echt geil, Mann. Also ungelogen. Machen wir mal so, XP Gain. Ja, plus 2 ist jetzt aber auch nicht der Hammer, ne? Coin Gain, machen wir hier nochmal die wirtschaftlichen. Ja, Leute, das war's jetzt erstmal. Eure Meinung zum Spiel würde mich mal echt interessieren. Ich feiere das echt jetzt schon ab. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream. Haut rein, euer Alfan. Ciao, ciao.